So, wir sind fertig für Opa. Der kleine Mann sitzt da drinnen. Der ist noch ein bisschen wach. Ist noch ein bisschen quengelig. Ich wollte euch mal zeigen, was wir eigentlich alles so mitnehmen. So gehen wir eigentlich immer zu Opa. Das ist eigentlich Etienne seine Tasche. Da sind drei Decken drinnen. Sein Tragetuch, Spucktuch, dein Trinken. Und Robert Kruste backen. hier ist dein ganzes Essen, was wir halt heute machen. Heute gibt es Hühnerfrikassee. Mit Reis, genau. So geben wir dann halt immer los. Und natürlich seine Wickeltasche, wo ich halt alles drin habe. Und jetzt geht's zum Opa. Guten Morgen, es ist schon 9:30 Uhr. Ich bin schon seit 1,5 Stunden wach. Mit Kleinen füttern, Windeln. Und jetzt hat er sich mich beruhigen lassen. Und habe schon mal angenommen, jetzt ist er eingeschlafen. Deswegen habe ich jetzt das Tragetuch rum. Ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen aufräumen. Daniel ist auf Arbeit. Der ist gestern wieder auf Arbeit ge also seit gestern wieder auf Arbeit. Der hat keinen Urlaub mehr. Das heißt, Tina und ich müssen das alleine meistern. Und ich hatte ihn schon in dieser Wiege hier drinne, aber da wollte er nicht drinne bleiben. Hat er sich nicht beruhigen lassen. Und jetzt schläft er. Der kleine Spatz. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen Haushalt machen. Ja. Ich hätte schon mal Wäsche angesetzt, die alte Wäsche abgehangen, im Schrank geräumt. Jetzt werde ich schon ein bisschen die Küche machen. Dann werde ich den Müll rausbringen. Und das ist gerade gut, dass der Kleine da drin ist. Dann kann ich nämlich schnell den Müll rausbringen. Brauche ich nicht noch irgendwie was aufstellen oder sowas. Kameramäßig. Ja, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Küche und dann kann ich den Müll raus. Und dann muss ich irgendwann mal was essen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Ich habe noch eine Eisentablette genommen. Dann ist zu Hause. Und wir waren gerade noch einkaufen. Und jetzt haben wir unser Paket geholt. Denn angeblich war ich nicht da, obwohl ich den ganzen Tag da war. Die wollten wahrscheinlich einfach nur das schwere Paket nicht hochtragen. Ich habe gerade noch eine Mail bekommen von Amazon. Und die haben geschrieben, dass das nicht möglich war, dass Probleme gab. So steht es drin. Ich habe nicht alles gelesen, aber es gab Probleme. Und dass die eine zweite Zustimmung machen wollen. Hä? Aber Ja. wir haben es doch jetzt schon. Ich weiß. Naja, ist egal. Na gut. Also Daniel hat was bestellt, denn sein Stuhl, der ja, ist einfach Du alt. hast gesagt, ich sollte mal. Du solltest mal bitte einen neuen Stuhl holen, weil jedes Mal, wenn er drauf sitzt, sieht das aus, als ob er gleich abknickt. Du willst hier mal nicht trinken, ne? In Blau, natürlich. Mein kleiner Spatz, der ist gerade am Trinken. Ja, wie machst du? Weiß ich nicht. Man hört ihn nur ein bisschen rumstöhnen. Und er drückt. Na, dann packe mal aus. So, Etienne ist satt. Hat ein bisschen Babyakne. Ein bisschen mal gut. Und du bist fast fertig mit deinem Stuhl. Und dann will Daniel den kleinen Wickeln geben. Du bist noch nicht zufrieden? Ein bisschen Schluck auf. Zwischen meinem Kopf. Oh nein. Oh. Hat er gerülpst? Ach so, gedrückt, okay. Der Papi macht den Kleinen da rein. Und
er ist fertig mit seinem Stuhl. Da setzen Sie sich jetzt mal rein. Ich soll mich da reinsetzen. Ja. Okay. So. Ja, ich hab den Stuhl fertig. Also, Schildchen. Das Schildchen. Das ist ein. Jawoll. Mit dem professionell vor, mit dem Stuhl. Wo das drin sitzt. Oder? Genau. Zieh ich daran oder? Ja, zieh ich daran. Na, wie jetzt wird's im Auto sitzen? Na, jetzt ziehst du, drückst du nach hinten. Ja. Denk dran, dass du nicht so kannst. Ja. Ja. So, das reicht also. Was denn los? Ach so, mein Kopf ist das von euch, ne? Nee, heute hört aber auch bei mir auch zu, ja. Ich kann nicht schlafen. Bei dir mag das anscheinend nicht. So, der Kleine schläft. Und sein Essen ist fertig. Essen, dein Essen. Mein Essen mit, ich esse nur Schnittchen dazu. Das hast du doch Mayonnaise gehört. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ich möchte doch Mayonnaise haben. Okay. Ja, wir gucken jetzt noch eine Folge Scrubs und dann, ja. Mal gucken. Guten Tag. Es ist schon 11:30 Uhr. Doch. Dann ist natürlich auf Arbeit und ich mache mir jetzt Frühstück. Ich bin etwas spät aufgestanden. Ich habe mich nämlich nochmal hingelegt. Dadurch, dass ich immer nachts so lange wach war, weil der Kleinen sich nicht zur Ruhe kommen lassen. Also der wollte einfach nicht wirklich zur Ruhe kommen. Und jetzt auch wieder nicht. Er ist wach und guckt rum und lässt sich nicht wirklich ablegen. Naja, hier muss ich jetzt durch. Ich mache mir gerade mein Frühstück, ein paar Schnittchen mit Erdbeermarmelade, Frischkäse und hier so ein Sirup. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch Schönes machen. Es ist richtig schönes Wetter draußen. Da hätten wir vielleicht noch mal ein bisschen spazieren gehen. Ich habe schon die Küche aufgeräumt. Ein bisschen. Und tja, mal sehen, was heute noch so passiert. Der Kleine wieder guckt. Jetzt gucken. Fleißig am Gucken, hä? Der hat ein bisschen Babyakne. Aber das ist normal, das ist durch den Hormonumschwung. Das haben manche Babys, das kann monatelang dauern, das kann aber auch nur ein paar Tage andauern. Das ist jetzt schon ein paar Tage. Naja, mal gucken, wie lange das jetzt noch anhält. Hast du noch mal Hunger? Vielleicht lege ich ihn noch mal an. Aber erstmal mache ich mir was zu essen, weil noch quäkt er noch nicht. Guten Morgen. Mein kleiner Spatz, der schläft noch. Der wird aber bestimmt gleich wach. Und es ist schon 8 Uhr. Also 8:30, glaube ich, ist es schon. Ich wollte jetzt die Kamera aufstellen, damit ich mich schon mal fertig machen kann. Ich bin noch im Bademantel. Ich wollte eigentlich noch eine Wäsche ansetzen, eine helle. Und so fängt, denke ich, unser Morgen immer an. Ich habe jetzt schon alles aus dem Bett rausgemacht und mache das immer hier in den ganzen Korb und schiebe den dann rüber ins Wohnzimmer. Dann habe ich alles drin, was ich entweder in der Nacht brauche oder halt am Tag.
Hauptsächlich Spucktücher. Zack. Meine Milch. Meine Handmilchpumpe. Die brauche ich auf jeden Fall. Dann habe ich auch noch so einen Kirschkernkäse. Das werde ich gleich mal warm machen, damit er nachher nicht so eine Bauchschmerzen hat. Meine Brustwarzensalbe und meine Salbe gegen meinen Ausschlag. Ich habe nämlich etwas Ausschlag. So, mein Wasser. Und das ist nicht nur das eine. Ich fülle das dann immer da unten auf. Mein Stillkissen natürlich. Zack. Das ist vom Mädchen. Und mehr ist hier nicht drin. Und hier ist noch ein richtiges, es ist ein großes Kirschkernkissen, das muss man halt Füße machen, weil auf dem Bauch ist ein bisschen, ja, ein bisschen zu fest. So, der Kleine schläft halt noch. Jetzt mache ich noch eine Wäsche, dann werde ich mir was zu essen machen. Und dann wird er sowieso gleich wach und will was zu essen haben. So, ja, wir hatten gestern unseren Aufwärmer benutzt. Eigentlich sollte er bis 40 Grad warm werden, aber ich finde, das ist einfach zu warm. Also 40 Grad ist zu warm. Wir geben ihm mal eben die Fläschchen jetzt bei 35 Grad. Das Problem ist halt, dass der kleine Mann einen Wachstumsschub hatte und meine Milch aus der Brust nicht gereicht hat. Und jetzt geht es aber wieder. Er hat die Nacht gut geschlafen, er hat mal 5 Stunden durchgeschlafen. Er wird langsam wach. Jetzt hat er auch schon wieder 4 Stunden geschlafen. Ich bin etwas erleichtert. Das ist die Milch, die ich noch abgepumpt habe. Und jetzt gebe ich ihn aber weiterhin die Brust. Und falls es nicht reicht, mache ich dann das Fläschchen zufüttern. Mein kleiner Spatz. Strecken. Komm rein. Das hier stand gerade vor meiner Haustür. Komm. Und zwar ist das von meiner Nachbarin. Die hatte zwar schon gesagt, dass sie was hat, aber sie hat sich anscheinend noch nicht so wirklich getraut zu klingeln. Sie hat bestimmt Angst gehabt, dass sie den Kleinen weckt oder so. Ich habe keine Ahnung, was da alles drin ist. Sie hatte nur gesagt, sie hat noch eine Kleinigkeit für den kleinen Hosenmatz. Der schläft übrigens ganz bequem. Ich war nur schnell mit Lea draußen. Der muss ja auch mal raus, ne Mäuschen? Ja, der muss auch mal raus. Was haben wir hier? Ah, das ist so ein ganzes Geschenk. Guck mal, ich will mal komplett rausziehen. Moment. Das wird mich nicht halten. Was wir hier drin haben. Hier haben wir einmal Waschschaum von Hip. Für Gesicht und Hände. Waschschaum. Mhm. Mit einer Ente. Wie niedlich. Dann haben wir Kindercreme. Keine Baby, doch. Kindercreme für Gesicht und Körper. Genau dieselbe haben wir schon. Aber das ist immer gut. Und ich vermute, da sind Pampers drin oder Feuchttücher. Hoffentlich keine Größe 1, weil die benutzen wir nämlich nicht mehr. Die passen eben schon nicht mehr. Das ist ja aber mühe. Müssen wir die irgendwie noch alle kriegen, die ja gerade noch so gerade so reinpasst. Aber ist schon mal eine nette Geste. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Achso, ich habe noch eine Karte. Für den kleinen neuen Erdenbürger. Gut.
Genau, das haben wir hier. Eine kleine Freude. Oh, einen 10-Euro-Gutschein und einen ganz großen lieben Text. Liebe Familie, nein. Zur Geburt eures kleinen Sohnes Sonnenscheins wünschen wir von Herzen alles Liebe und einen tollen Start ins Leben zu dritt. Die besten Wünsche von Cindy, Justine, nee, doch, Justine, Noah und Berger. Ja, das ist ja niedlich. Unsere neuen Nachbarn, deine neuen Nachbarn. Oh, die sind nämlich auch erst hergezogen. Wir sind ja letztes Jahr hergezogen und die sind dieses Jahr hergezogen. Und da haben wir uns etwas angefreundet. Je nachdem, wie man sich anfreunden kann, wenn man nicht wirklich irgendwie zusammen mal Kaffee trinken gehen kann oder so. Durch Corona hält man da doch ein bisschen Abstand. Das ist wirklich nett und ich werde mich auf jeden Fall bei ihr bedanken, wenn ich sie immer auf dem Flur endlich sehe. Sie nutzt nämlich zur Zeit kaum, wenn ich drinne bin. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die hier leer kriegen. Aber die sind jetzt auch nicht so schlimm, falls es wirklich gar nicht geht. Meine Freundin kriegt in ein paar Monaten auch ein Baby. Und da kann ich ihr die auch geben. Das ist dann also nicht das Problem. Na, da sind wir. Es ist abends und jetzt wird er wieder kränklich. Er wird was kränklich zu jedem Abend. Er verarbeitet halt einfach den Tag. Und wir mit Spazieren. Gleich geht's bestimmt richtig los. Ja, auf jeden Fall sind wir an Ende angelangt. Ja. Ja, das war es auch schon. Man hat nur eine kleine Mini-Morgenroutine gesehen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Warte. Groß. Groß. Ja, Daumen nach oben. Zack. Das war's mal so. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch.